Willkommen zurück zu Clash of Clans. Wir haben Naratos Level 7 erreicht. Das heißt, wir haben jetzt auch den Pass hier freigeschaltet. Ich habe hier schon eine Aufgabe abgeschlossen. 750.000 Elixier sammeln. Das heißt, wir haben jetzt auch den Jubiläumsbrunnen. Ich habe den in meinem anderen Dorf hierhin platziert. Einfach, um das da zu haben. Das kann man außerdem noch verschieben, also ist nicht so schlimm, wenn ich das jetzt da einfach hinstelle. Wir haben hier im Liga-Shop 50 Punkte. Wir können davon nicht so viel machen, weshalb ich das erstmal lassen werde. Wir haben hier einige Sachen noch freigeschaltet. Ich werde natürlich mit den Mauern anfangen. Einfach. Lautstark in eine Reihe bringen. Wow, wir haben eine ganze Menge an Mauern freigeschaltet. So, bei Ressourcen, da würde ich gleich mal den Bohrer des dunklen Elixiers aufbauen, damit wir schon mal ein bisschen dunkles Elixier sammeln können. Wir haben schon 84 dunkles Elixier. Das liegt daran, dass ich mit dunklen Truppen einmal angegriffen wurde und die dann natürlich auch Gräber hinterlassen haben. Oh, ich habe sogar zwei Kanonen freigeschaltet. Bauen wir die gleich mal nebeneinander. So, Bogenschützenturm dauert auch nicht besonders lang. Dunkle Kaserne würde ich schon gern bauen, allerdings ist mir ein Armeelager noch lieber. So, noch eine Kaserne. Die Truppen brauchen dann natürlich kürzer, zumindest die Barbaren. Das Lager fürs dunkle Elixier lasse ich erstmal. Das dauert noch alles Zeit. Bauen wir hier einfach erstmal die ganzen Fallen auf. Noch eine suchende Luftmine. Und die Riesenbombe, wir haben ja schon eine. Aber jetzt haben wir noch eine. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Minenwerfer. Und die Luftabwehr. Ah, da muss ich noch kurz warten, hier auf den Bogenschützenturm, der ist dann nämlich auch gleich fertig. Ja, ich würde schon gerne die dunkle Kaserne bauen, aber nee, erstmal die Verteidigung auf denselben Stand bringen. So, jetzt sind hier noch 4 Minuten. Solange können wir hier einmal angreifen im Nachtdorf. Noch einen kleinen Baum fällen. Stürzen wir uns ins Gemetzel. Und ich würde sagen, wir lassen die Truppen einfach mal so, wie sie sind. Platzieren wir mal alle Bogies schön hinter den Barbaren. Natürlich laufen die komplett anders, aber egal. So, Bogies, schnell. Nein, natürlich machen die nicht, was sie sollen. Sie sollten eigentlich den Zerschmetterer angreifen, aber wir kriegen die meiste Hütte trotzdem. Das ist ziemlich gut. Wir haben jetzt 2 Sterne. Und das holen wir leider nicht mehr. Egal, wir haben eine Menge geholt. Sieg auf ganzer Linie. Haben hier nochmal 20 Punkte mehr. Gebäudeverbesserung in einem deiner Dörfer. Das werden wir natürlich dann auch machen.
Wir haben hier eine ganze Menge vor uns. Ich glaube nicht, dass ich das hier schaffen werde. Meine Truppen sind nicht so gut, deshalb spende ich auch relativ wenig. 5000 Truppenkapazität, 400 Punkte. Okay, unsere ersten beiden sind Bauarbeiter Gold und Bauarbeiter Elixier. Ja, Truppen können wir gerade keine spenden. Dann würde ich sagen, fällen wir hier noch einen großen Baum und gehen hier dann mal rüber. Dauert auch nicht mehr lange. Ich würde sagen, wir greifen einmal an. Oh, Training haben wir auch noch freigeschaltet. Himmelsfeuer, Luftangriff. Luftangriff könnte ich auch eigentlich schon. Ah, leider noch nicht. Ich habe ja die dunkle Kaserne noch nicht. Jubiläumsparade, zehnfacher Wert. Supercells, Zehnter. Ja. 10 Millionen Gold. Nee, danke. Ich kann das nicht mal lagern. Was soll ich damit anfangen? Kann ich eigentlich meine Clanburg verbessern? Nein, kann ich nicht. Das hätte ich nämlich gleich danach gemacht. Kaserne würde ziemlich schnell gehen. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch hier? Also wir haben Barbarenkönig, dunkle Kaserne, dunkles Lager und zwei verborgene Tesla. Das ist schon eine ganze Menge. Deshalb würde ich vielleicht noch kurz warten, bis ich noch ein Gebäude mehr machen kann, damit ich das alles schon ein bisschen mit einem rechnen kann. Okay, der hat bestimmt was in der Clanburg. Kann ich dann leider nicht ändern. Das hat natürlich nicht geklappt. Schade. Ich gucke nur mal kurz. Okay. Sollte in der Reichweite gewesen sein. Scheinbar keine Truppen. Machen wir mal einen zweiseitigen Angriff. Mal sehen, wie das klappt. Okay, ziemlich viele Ballons gehen ziemlich schnell drauf. Okay, links scheinen die schon durchzukommen. Aber rechts haben die, glaube ich. Okay, ich habe den Gegner massiv überschätzt, unterschätzt. Ja, unterschätzt. So, und jetzt müssen wir noch ein paar Truppen ausbilden. Ah, ich kann ja noch mehr Truppen jetzt machen. Durch mein neues Armeelager hier. Ich würde sagen, bearbeiten wir das mal kurz, damit wir mehr Truppen hier reinmachen können. Wir haben so riesige Mengen an Gold. 500.000 reicht nicht mal. Kann ich irgendwas Teures machen? Oh, das Labor. Das Labor wäre natürlich ganz schön nützlich. Ansonsten könnte man hier so und nochmal. Okay, und hier nochmal. So wird man schnell eine große Menge Gold los. Und zu viel. Ja, ich habe jetzt zu wenig Gold. Das heißt, ich kann die gar nicht mehr holen. Ach, komm schon. Das dauert noch 2 Minuten. Dann würde ich sagen, greifen hier nochmal an. Hacken hier nochmal einen kleinen Baum ab.
Okay, 61%. Leider nicht mehr die Meisterhütte bekommen. Hab auch außenrum viel zu viele Truppen gesetzt. Mal gucken, wie viel der Gegner schafft. Okay. Wie hat der den Zerschmetterer kaputt gemacht? Mit Riesen wahrscheinlich. Ja, okay. Kommt eh nicht bis dahin. Ich brauche Verstärkung. Ah, da kann ich gleich meine Truppen loswerden. Meine extrem schlechten Truppen. Ja, wir haben gewonnen. Einfach 3 Stück spenden. Freund in Not. Okay. 100 Klernburg-Kapazität, 5 Juwelen. Wir haben jetzt 1612 Juwelen. Hier noch 20 Punkte bekommen. Ich würde sagen, tut mir leid, aber irgendwie muss man hier auch an Punkte kommen. 100 Punkte. Altar der Bogenschützenkönigin. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich komme nicht mal an das Altar vom Barbarenkönig. Dann würde ich sagen, die Kanonen, nee. Ja gut, dann machen wir hier das Labor, damit wir gleich schön viele Truppen wieder verbessern können. Ich würde jetzt auch hier mal 2 Stück davon reinhauen, damit ich einfach innerhalb von 2 Stunden fast einen Tag überspringen kann. Also es ist ziemlich nützlich. Noch besser wäre es mit halt der letzten Bauhütte. Da fehlen mir allerdings noch so 400 Juwelen. Ich bin auch ziemlich abgestiegen. Hab halt währenddessen nicht wirklich angegriffen. Hab mich jetzt wieder von den 450 Juwelen weit entfernt. Ja, ich frag mal Drachen an. Vielleicht kriege ich ja was. Vielleicht ein Level 2 Drache. Sieg, juhu. Ich kann nichts verbessern. Ich könnte den Babydrachen verbessern, aber es bringt nichts. Wir müssen noch einmal angreifen. Der hat bestimmt überall Bomben verteilt. Kann ich mir schon denken. Oha. So. Haben wir den Weg frei gemacht. Ja, da war eine Megamine. Die Bogies einfach hinterher setzen. Rennen wild übers ganze Schlachtfeld. Oha, die sind natürlich jetzt direkt im Beschuss der Doppelkanonen gelandet. Okay, komm. Ah, schade. Ja, hier ist ein Bombenwerfer, der läuft bestimmt noch ein bisschen. Der kann bestimmt noch das Lager holen und hier das Armeelager. Aber es scheint schon noch ein bisschen zu dauern, also wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, so lange hat es dann auch nicht gedauert. Ihr seht wahrscheinlich die Sprungfalle. Der Bombenwerfer ist draufgetreten und ja, weggeflogen. Da haben wir noch 2 Bäume. So, die Truppen sind auch gleich fertig. Vielleicht eine Minute noch. Machen wir das noch und den Baum hier unten. Und dann greifen wir hier nochmal an. So. In Hoffnung, diesmal ein bisschen mehr Prozent zu holen. Die Bomber würde ich schon drinnen lassen.
Drei dahin. So. Da geht's rein. Nein, danke. Ich mach mir selbst meinen Weg. So. Damit die auch ein bisschen Schaden machen. Komm schon, mach die Kanone platt. Komm. Ah, schade. Mein erster Angriff war so gut und, ja. Jetzt gewinne ich trotzdem noch. 35%. Wachposten wäre eine gute Idee. Schleichschützen würde ich mal machen. Ja. Wachposten, verborgener Tesla wäre auch gut. Verborgener Tesla. Wachposten. Zerschmetterer braucht noch ein bisschen mehr. Deshalb würde ich sagen, machen wir erstmal den verborgenen Tesla. Ah, Gebäudeverbesserung. 500.000 Gold. Nicht genug Lagerplatz. Ich kann nicht mal 500.000 Gold lagern. Oh Junge, da muss ich schnell was verbessern. Zählt halt auch nicht mehr lange, nur noch 17 Tage. Und das hier... Warte mal. Ah, habe ich ja nicht verbessert. Sondern das da. Das dauert jetzt noch eine Weile. Ja. Da ist der Bohrer. Der wird dann schön für uns dunkles Elixier sammeln. Und ja, dann werde ich wohl jetzt eine neue Base bauen. Ah, vom letzten Thumbnail noch. Bauen wir uns eine neue Base. So, ist das in der Mitte? Ja, ich glaube schon. So, machen wir das mal so. Dann. Machen wir das mal so. Dann die Clanburg. Hier oben kommt dann das Lager fürs dunkle Elixier hin. Hier der Bohrer und dann kommt da der Barbarenkönig hin. Dann machen wir hier mal eine Mauer drum. Das war falsch. Ein zweiter. Na toll, wir haben 3 Minenwerfer. Nur 3. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Dann machen wir das so. So. Ja, so. Hier ein Bogenschützenturm. Im Bogenschützenturm. Da und da. Ja, das hier habe ich falsch gesetzt. So. Und dann haben wir jetzt 5 Kanonen. Ja, ich würde es auf die andere Seite setzen. So. So, die Doppelkanone würde ich erstmal weglassen.
Ja, wobei. Luftabwehr. Ja, hier gibt es ja keine Luftabwehr. Dann lassen wir es erstmal so. Und genau, machen hier die Doppelkanone hin. Gefällt mir noch nicht ganz. Ich würde das so machen. Anstatt von einem Minenwerfer das hier auch noch wegnehmen und das vielleicht so drehen. Ja. So, damit alles zu den hoch. Damit alles dahin fliegt. Dann machen wir hier noch einen Magierturm hin. Und kann hier ein. Dann machen wir das Labor dahin. Und die Zauberfabrik dahin. In die Lücken kommen dann die beiden Riesenbomben. Und in die anderen beiden Lücken dann die verborgenen Tesla. Ich glaube, ich habe jetzt alles mit einbezogen, oder? Die dunkle Kaserne, die fehlt ja noch. Die muss ich dann auch noch mit einbeziehen. So, machen wir eine kleine Ecke da rein. Und hoffen, dass die Mauern reichen. Aber ich glaube, das sollten sie tun. Ja, locker. Dann füllen wir mal hier kurz diese beiden Lücken, damit man da keine Truppen platzieren kann. Machen wir hier so immer in zwei Abständen die Goldminen hin. In die Ecken kommen dann die großen Armeelager. So, jetzt haben wir noch ein paar Gebäude hier. Die suchen eine Luftmine und die Luftbomben kommen auf jeden Fall hier hin. Dann würde ich hier noch bei den verborgenen Teslas die vier Bomben hinmachen. Hier dafür dann die Sprungfallen. So, das hier wieder hier hinpacken. Dann haben wir noch vier Kasernen und vier Bauhütten. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, machen wir das ein bisschen weiter runter. Machen das dann so. Beziehungsweise machen das dann so, damit das schön symmetrisch ist. Oh. So. Okay, jetzt haben wir nur noch die vier Bauhütten. Machen wir die einfach hier zwischen. Die dunkle Kaserne werde ich dann einfach
keine Ahnung, irgendwohin platzieren. Den würde ich jetzt abbauen wollen, kann ich aber nicht. Dann machen wir diese Mauern hier noch oben hin. Nein. Das ist eins zu kurz, müssen wir so machen. Verschieben wir das noch nach hier. Platzieren die beiden Bomben hier rein. Und unsere Dekos. So, sieht doch hübsch aus. Speichern. Und aktivieren. So, die erste Armee ist fertig. Das heißt, wir greifen jetzt nochmal an. Holen hoffentlich diesmal ein paar Prozente. Jetzt müssen wir natürlich wieder auf viel Loot achten. Das heißt, knapp über 100.000. Und ich darf den Gegner nicht überschätzen, meine ich. Ich hoffe, der hat keine Truppen in der Clanburg. Okay, das hat natürlich mal wieder nicht geklappt. Das mir mal. Okay, keine Truppen in der Clanburg. Das hört sich natürlich gut an. So, in einem Halbkreis verteilen wir die Ballons dann. Die gruppieren sich dann natürlich wieder dooferweise. Komm schon, geht auf den Magierturm. Mach den platt. Okay, jetzt ist nur noch der Bogiturm übrig geblieben mit so wenig Leben. Ja. Wäre besser gewesen, wenn sie sich aufgeteilt hätten, aber egal. Ja gut, 111.000 Elixier, 101.000 Gold in der Tasche. Direkt in der Nähe. Wow. Statt irgendwie zur Kaserne oder zum Armeelager zu fliegen, erstmal zur Bauhütte. Oh gut, die teilen sich auf. Das finde ich sehr schön. Die machen nämlich schon viel zu viel Schaden. Und jetzt gruppieren sie sich wieder zusammen. Und in der Clanburg ist auch noch was an Loot. Ich weiß nicht genau was, aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Gold und Elixier. Oha, so viel Zeit bleibt gar nicht mehr. Ich hoffe, sie holen uns noch das Rathaus hier. Damit ich noch ein Stern mehr bekomme und noch Loot. 40 Sekunden, oh Gott. Leute, geht nach da. Schade, dass man nicht irgendwie sowas wie so ein Feuerpfeil hier aufs Rathaus schießen kann. Man zeigen kann, hey Leute, geht da drauf. Das hat eine höhere Priorität, macht das platt. Aber, naja, geht leider nicht. Ja, dann holen wir doch gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Leider nur ein Stern. Schämt euch Ballons, ihr könnt gar nichts. Nein, Spaß, ihr habt eine Menge geholt. Leider nicht genug.
Levelaufstieg 45. Juhu, haben beides freigeschaltet, können es nicht einsammeln. Was den Goldpass hier angeht, ich werde es nicht kaufen. Ich meine, Bauarbeiterschub, Ausbildungsschub, Forschungsschub und Spenden für ein Juwel braucht man nicht wirklich. Buch des Bauens wäre schon ziemlich cool. Größere Saisonbank brauche ich jetzt persönlich nicht, weil ich nicht glaube, dass ich so weit kommen werde. Und die ganzen Tränke sind eigentlich ziemlich nützlich. Hier kommt auch noch Gold und Elixier. Ist aber ziemlich wenig. Oh, dunkles Elixier. 6000. Hier nochmal einiges an Bauarbeiter-Elixier und Bauarbeiter-Gold. Nochmal 12.000 Dunkles. Das wäre jetzt schon ganzer Barbarenkönig. Oha. Ja gut, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.